Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wie funktioniert eine zentrale Notaufnahme? Jedes Akutkrankenhaus hat so eine zentrale Notaufnahme. Da kommen Menschen hin, für die es unter Umständen sehr, sehr schnell gehen muss. Wie schafft man das jetzt, dass einerseits die Patienten möglichst schnell behandelt werden und dass andererseits eine ruhige Hand und Weitsicht walten? Das ist unser Thema heute. Bei mir ist Dr. Marco Kaulfuß. Er ist Chefarzt der zentralen Notaufnahme an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Kaulfuß. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank. Lassen Sie uns einen typischen Patienten erfinden. Wie könnte der sein? Ein typischer Patient der Notaufnahme ist einer, bei dem wir nicht genau wissen, was er hat. Er kommt mit unspezifischen Symptomen, wie wir sagen, also vieldeutigen Symptomen, die es aufzuarbeiten gilt. Das ist ein typischer Patient. Er könnte sich zum Beispiel mit Bauchschmerzen präsentieren. Das heißt, der wird ja nicht von irgendeinem Arzt zu Ihnen geschickt, sondern der kommt zu Fuß auf gut Deutsch, ne? Das ist unterschiedlich. Manche Patienten haben vorher einen Arzt gesehen und werden von dem Hausarzt beispielsweise eingewiesen und kommen dann mit einer Krankenhauseinweisung zu uns in die Notaufnahme zur weiteren Versorgung. Es gibt aber auch die Patienten, die vorab keinen Arzt gesehen haben, sich als Notfall empfinden und selbst entscheiden, zu uns zu kommen. Wie sie das tun, ist unterschiedlich. Manche kommen zu Fuß, als Fußgänger mit dem eigenen PKW. Es gibt aber auch die, die rettungsdienstliche Versorgung zu Hause abrufen und dann mit einem Krankenwagen oder Rettungswagen zu uns gebracht werden. So, und jetzt hatten wir uns ja schon auch so über ein Krankheitsbild unterhalten. Der hat Bauchweh. Korrekt. Können Sie das so sagen? Ja, Bauchschmerzen ist ein relativ häufiges Symptom. Wenn wir beispielsweise darüber reden, dann ist das deswegen herausfordernd, weil es eine unglaubliche Vielzahl an Erklärungsmöglichkeiten gibt, warum diese Beschwerden bei diesem Patienten aufgetreten sind. Die können, das können schwerwiegende Gründe haben, es kann aber auch eine Bagatellstörung sein. Das weiß man vorab nicht immer. Außerdem ist es so, dass die Bauchschmerzen, die empfunden werden, möglicherweise gar nicht im Bauch lokalisiert sind, sondern in einem anderen Organsystem verortet sind, aber nur im Bauch gefühlt werden von dem Patienten. All das gilt es dann herauszufinden. Und der Patient ist sich entsprechend unsicher, deswegen kommt er zu uns. Ja, genau. So, es gilt es herauszufinden. Jetzt stelle ich mir vor, Sie können ja nicht so unbedingt darüber entscheiden, ob da jetzt viele freie Plätze sind bei Ihnen oder ob jeder Stuhl voll ist zum Warten, oder? Das ist das Problem der Notaufnahme. Bei uns gibt es keine Termine. Eine Notaufnahme arbeitet nicht mit Terminen. Das ist ein Notfallgeschäft, wie der Name schon sagt. Und es ist meistens so, dass gerade auch tagsüber die Anzahl der Patienten doch deutlich hoch ist und die aktuellen Kapazitäten der Notaufnahme überschreitet. Das heißt, wir können nicht jeden Patienten immer gleich sofort behandeln, sondern müssen bestimmte Strategien fahren, um dort eine gewisse Ordnung hereinzubringen. In der Regel geht es da um Dringlichkeiten bei den Patienten. Da gibt es ja so ein Wort, was, glaube ich, für Ihren Bereich sehr wichtig ist, aber von vielen auch gefürchtet, und das heißt Triage. Korrekt. Man kann es Triage nennen, man kann es auch Ersteinschätzung nennen. Geht es letztendlich darum, zu schauen, welcher Patient kommt mit welchen Beschwerden, wie viele Patienten kommen zurzeit, wer ist also auf der Matte, um es mal salopp auszudrücken. Und welcher Patient von denen ist dringlich und welcher Patient von denen ist weniger dringlich. So wird die richtige Reihenfolge festgelegt, in der die Patienten letztendlich in die ärztliche Versorgung der Notaufnahme hineingegeben werden. So kommt es vor, dass manche Patienten tatsächlich ein bisschen Wartezeit aufgetragen bekommen. Andere Patienten zum Beispiel müssen sofort vorgelassen werden. Muss ich Angst haben vor der Triage, wenn ich in eine Notaufnahme gehe? Auf keinen Fall. Ganz im Gegenteil. Es ist gut, wenn Sie erst eingeschätzt werden im Rahmen einer strukturierten Triage. So vermittelt es dem Patienten Sicherheit, dass er erstens gleich am Anfang gesehen wurde, dass seine Beschwerden aufgenommen wurden und eine fachkundige Person, in der Regel eine speziell ausgebildete Krankenpflegekraft, erste Messungen vorgenommen hat und damit letztendlich auch mit einer kleinen Befragung am Patienten die Behandlungsdringlichkeit festlegt. Insofern keine Angst vor der Triage, im Gegenteil, sie soll Sicherheit geben.
Ja, nun sprechen wir beide ja über eine, ich sage jetzt mal, optimal laufende Notaufnahme, wo es so schnell wie möglich geht, ohne dass man was übersieht. So drücke ich das jetzt mal aus. Wir sind jetzt also an dem Punkt angekommen, dass wir unseren Patienten haben, der hat deutliche Bauchschmerzen, also da geht es nicht nur um so ein bisschen. Und jetzt kommt eine Person auf ihn zu, die diese Ersteinschätzung vornehmen muss. Könnten Sie uns das beschreiben, wonach diese Person vorgeht? Also es geht zunächst mal um eine Dringlichkeitseinschätzung. Ja. Wie schnell muss der Patient darum, behandelt werden? Wie schnell oder wie viel Zeit sollte maximal vergehen, bis ein Arzt diesen Patienten sieht? Mhm. Dabei geht es um einen Zeitfaktor und damit auch um die Reihenfolge der Patienten. Spätestens nach dieser Zeit sollte dieser Patient, beispielsweise unser Bauchschmerzpatient, einem Arzt vorgestellt werden und dieser entscheidet dann weiter, was zu tun ist. Da geht es natürlich einmal um die medizinischen Inhalte. Zum anderen geht es aber auch um die organisatorischen Inhalte, die dieser ersteinschätzende Arzt, um die er sich kümmern muss. Wenn es beispielsweise darum geht, erste Symptome zu lindern, erste Untersuchungen anzuordnen. Dabei geht es häufig noch gar nicht um den eigentlichen Behandlungsbeginn, aber um eine Art Vorarbeit am Patienten. Ah, also Dinge zu erledigen, die auf jeden Fall getan werden müssen, solange bis man in die spezielle, auf diesen Patienten zugeschnittene Behandlung eingehen kann. Also wir bleiben jetzt mal bei dem Bauchweh. Was filtert diese erste Person, also dieser Ersteinschätzer? Also je schlimmer die Bauchweh sind, Bauchschmerzen sind, desto höher priorisiert dieser Patient, desto schneller wird er diesen Arzt sehen. Ja? Jetzt ist es sozusagen die Aufgabe dieses ersteinschätzenden Arztes, der also jetzt nachgeschaltet ist, zu sehen, wie schätzt er diese Bauchschmerzen medizinisch-ärztlich ein. Entweder sie sind sehr bedrohlich, das klärt er durch eine kleine körperliche Erstuntersuchung, oder sie sind es nicht. Entsprechend würden jetzt erste medizinische Maßnahmen ergriffen. Ja, je nachdem. Also wenn es dringlich ist, werden sofort beispielsweise Medikamente und Untersuchungen angeordnet. Sollte es augenscheinlich kein schlimmer Bauch sein, dann wird eine gewisse Wartezeit statthaft sein. Aber auch dann würde man versuchen, schon erste Untersuchungen auf den Weg zu bringen. Untersuchungen, die, wie Sie richtig sagten, im Verlaufe kommen würden. Nämlich? Dann wäre natürlich also beispielsweise Blutuntersuchungen, eine ausführliche körperliche Untersuchung, eine Ultraschalluntersuchung des Bauches, manchmal auch noch andere Untersuchungen, ein Großgeräteeinsatz beispielsweise, dazu zählen wir eine Computertomographie. Das ist allerdings dann den Situationen vorbehalten, die auch wirklich danach verlangen. Ja, das heißt ja dann im Grunde genommen, dass man also versucht, eine Zeit zu nutzen mit möglichst den richtigen Untersuchungen, die sowieso gemacht werden müssen. Jetzt würde ich mal so als Patient sagen, ist das nicht eine Selbstverständlichkeit? Das kann man aus Patientensicht als Selbstverständlichkeit empfinden, allerdings ist es so, dass die Patienten in der Notaufnahme sehr häufig nicht überblicken, wie viele andere Patienten ebenfalls anwesend sind. Und das gibt immer einen gewissen organisatorischen Aufwand. Mhm. Wir haben immer begrenzte Ressourcen einer Notaufnahme und müssen die natürlich optimal einsetzen. Viele Untersuchungen machen auch Nebenwirkungen. Wir können die also nicht wie aus der Salzstreudose anwenden, weil sie auch durchaus mal Schaden anrichten können. Also man muss mit maßvollem Auge, und in der Regel kann das nur ein Arzt und soll das auch nur ein Arzt tun, das anwenden zur rechten Zeit, was entsprechend sinnvoll ist. Und nicht erst dann, wenn man nachher sagt, ach, hätten wir doch schon vor einer Stunde machen können. Das ist ja das, was Sie gerade, glaube ich, mir erklären. Also, dass man Zeiträume nutzt, ohne sie liegen zu lassen. Richtig. Ist das denn
Also wer ordnet das an? Also gibt es da jemanden, der die große Übersicht hat und sagt, ah, da ist draußen ein Unfall passiert, da kommen nachher bestimmt noch mehr, dann machen wir das lieber jetzt? Also der so einen Blick hat aufs große Ganze? Das muss in einer, zumindest in einer betriebsamen, größeren oder großen Notaufnahme so sein, weil die Patienten kommen ja ungeplant. Wir wissen nie, wann kommen wie viele Patienten womit. Wir müssen also jederzeit davon ausgehen, dass eine Notaufnahme grundsätzlich eine unorganisierte Situation hergeben würde. Das ist natürlich in Terminambulanzen oder in Sprechstunden nicht der Fall, weil da weiß man, wer wann kommt und womit in der Regel. In der Notaufnahme ist das nicht so. Das heißt, man muss also verstehen, dass in der Notaufnahme ein erfahrener, gut ausgebildeter Arzt sich also als eine eigenständige Funktion eingesetzt ist, um genau das mit medizinischem Augenmaß zu regeln. Das hört sich für mich so an, als stünden für Sie als Chef einer zentralen Notaufnahme so Therapie für den Patienten und Organisation der Abläufe, der Zeitläufe ziemlich gleich auf, oder? So kann man das sagen, ja. Denn in der Notaufnahme entscheidet nicht nur die eigentliche Medizin, die am Patienten verabreicht wird, über dessen Outcome. Mhm. Mhm. Outcome bedeutet, wie er aus seiner Situation zum Schluss wieder herauskommt, sondern auch die Organisation und Logistik einer Notaufnahme hat mindestens ebenso große Auswirkungen auf das Outcome des Patienten wie die Medizin selbst. Ich möchte noch mal auf die Person, die Ersteinschätzung vornimmt am Patienten, die also bei uns jetzt in unserem Bauchpatienten eben ausschließt, dass das ein Herzinfarkt ist oder irgendein anderes Organ, was Schwierigkeiten macht und gar nicht der Bauch ist oder kein Darmdurchbruch ist oder was man da alles an bösen Sachen haben kann. Kann die sich auch irren? Prinzipiell ist das möglich. Wir sind natürlich alles nur Menschen. Allerdings haben wir natürlich in der Medizin lang erprobte Sicherheitsvorkehrungen, um Irrtümer, gerade auch in der Notaufnahme, so unwahrscheinlich wie nur irgend möglich werden zu lassen. Beispielsweise, wenn wir nochmal über die zeitliche Ersteinschätzung, über die Triage sprechen, was wir vorhin angesprochen hatten, dann ist das so, dass natürlich die ersteinschätzende Pflegekraft, die sich mit dem Patienten auseinandersetzt, nicht einfach nach reiner Subjektivität und Gutdünken dort eine Priorität festlegt, sondern muss sich natürlich an ein ganz bestimmtes Abfrage- und Messwertprotokoll halten, was die Pflegekraft dabei unterstützt, die richtige Entscheidung zu treffen. Mhm. Also sozusagen Netz und doppelter Boden. Zusammen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Irrtum vorliegt, relativ gering und der Patient in der richtigen Zeit einem Arzt vorgestellt wird. Ja, und außerdem ist der Arzt ja dann nicht weg, wenn man da längere Zeit sitzt. Das ist richtig so. Selbst wenn eine gewisse Wartezeit veranschlagt wird, ist das so, dass der Patient natürlich immer darauf hingewiesen wird, sich zu melden, wenn sich sein Zustand verändert. Mhm. Außerdem besteht in der Regel Blickkontakt zum Wartezimmer. Und es ist so, dass nach einer gewissen Zeit dieser Patient auf jeden Fall wieder eingeschätzt wird, um zu überprüfen, ob das alles noch Stand der Dinge ist, wie es bei der ersten Runde war. Mhm. Und der Arzt ist natürlich in der Nähe und kann bei Bedarf hinzugezogen werden. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.